Weiter geht es mit Dune Spice Wars mit dem Haus Corrino, dem Padishah Imperator und frischen Truppen, die wir mal da rüber und hochschicken. Es fehlen leider ein bisschen die Solari gerade, das Geld, die Währung hier. Boah, Atreide sind bei 10.000. Oh nein, Hegemonie heißt das, sie haben die Mitte geholt. Nee, noch nicht. Wir brauchen die Mitte ganz dringend. Was machen denn meine Infanteristen? Achso. Ich hatte Pause drin, ja. Gut. So, jetzt gehört uns dieser Ort gleich wieder. Wie viel habe ich denn jetzt? Distanzinfanterie. Infanterist, Infanterist, Infanterist. Distanz, Distanz. Dadurch ist es wieder ausgeglichen. Können also gleich wieder... Oh nein, sie wollen mich jetzt schon wieder angreifen. Das kann doch jetzt nicht deren... Oh, das kann doch der... Ich muss sie irgendwie aufhalten, dass wir wenigstens die Basis wieder haben. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Was ist denn das jetzt? Kriegen wir eine Seuche jetzt auch noch? Ey, wir sind so kurz davor. Ja, okay, wir haben es wieder zurück. Aber wir haben halt leider gar keine Milizen hier vor Ort. Und jetzt greifen sie mich halt natürlich direkt wieder an. Dann können sie es wieder erobern. Es ist ein Hin und Her. Es ist unfassbar. Okay, ich brauche wieder Milizen. Das kostet mich halt wieder Solari. Und ich habe eigentlich keine Solari. Atreides, ihr habt doch bestimmt Solari mal wieder für mich, meine Freunde. Aber nicht viele. Wollt ihr ein bisschen Plastal? Bisschen... Bin bereit, euch ein bisschen was zu zahlen, wenn ich ein paar Solari für euch, von euch bekomme. Ja, okay. Ich glaube, wir werden uns knapp einig, Haus Atreides. Die Frage ist, reicht das jetzt? Ich brauche wahrscheinlich hier wieder ein bisschen mehr. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich für einen Malus? Giftschwaden. Gesundheitsregeneration minus 100%, Gesundheit pro Tag minus 20%. Das kann ja natürlich nur aus deren Stimme kommen hier. Haben wir schon die Landsratssache? Noch nicht, nein. Okay, ich brauche dringendst mehr Einheiten gerade. Und eigentlich müsste ich ja hier jetzt auch mal Milizen ausbilden, aber... Ja, jetzt ist der Kampf. Natürlich ist jetzt der Kampf. For the Imperium, so ist es. Die ziehen sich aber zurück, die zwei. Wir haben Glück. Damit können wir es gewinnen. Oh Gott, ist das hier ein Hin und Her. So, jetzt können wir hier nämlich endlich Miliz, Miliz, Distanz, Miliz, Distanz, Miliz. Wobei ich am Überlegen bin, nehmen wir vielleicht anstatt die hier noch eine Sprengmiliz, bitte. Und ich brauche dringend jetzt eine zweite Raketenbatterie. Die bauen wir mal hier so ein bisschen. So, leider, während diese Gesundheitssache ist, haben wir halt ein kleines Problem. Aber wir haben es endlich im Griff. Die Frage ist, können wir jetzt vielleicht mal wieder Frieden machen erstmal? Nicht Angriffspakt. Ich brauche jetzt endlich mal Ruhe, dass ich mich noch in den Süden ausbreiten kann. Werte Harkonnen, ihr seid immer noch eurem Padishah-Imperator verpflichtet und unterstellt. Deswegen Friede. Die haben auch... Ja, die haben auch nicht mehr so viele Solari, also der Krieg war für sie auch sehr teuer. Könnte ich von denen dafür was bekommen? Ach, ich kann da sogar ein bisschen was bekommen dafür. Aha. Die wollen scheinbar nicht Angriffspakt haben. Ja, haben sie scheinbar genug. Ja? Holen wir uns ein bisschen Spice von denen. Finde ich gut. Handel. So, damit sind die Grenzen ja klar abgestimmt. Und
mit unseren Truppen. Ja, wie lange ist das jetzt hier noch? Nicht mehr lange. Die sammeln wir auf jeden Fall mal dort. Und danach greifen wir uns hier im Süden an und danach dann hier unten. Nicht zugewiesener Agent. Mehr Solari. Kostet leider alles sehr viel Solari. Und wie gesagt, es ist mehr als ungünstig, dass ich jetzt hier das mit den Solari nicht machen kann. Stelle diesen Bezirk mit einem Wirtschaft, um diesen Boni zu halten. Den Boni haben wir. Ne, den haben wir jetzt hier nicht geholt, richtig. Aber das kostet mich ja auch wieder Solari, alle Gebäude hier, oder? Ja, natürlich. Also Solari sind hier mit das Wertvollste. Aha, aber da kann ich doch bestimmt wieder was erkaufen. Also viel bekomme ich dafür nicht. Kein guter Wechseltausch auf jeden Fall. 500 Plastall für nur 180 Solari. Aber sie wollen halt nur mein Spice, die Atreides. Und ich brauche das Spice gerade selbst. Das ist kein schöner Handel, aber wir machen ihn jetzt mal. Wir haben eh genug Plastall gerade. Was ich hier auch noch für ein Gebäude brauche dringend. Jetzt habe ich natürlich meinen Plastall weggegeben. Ist dann dieses Militär-Fight-Gebäude, weil das wird auf jeden Fall was sein, wo wir fighten werden. Jetzt haben wir ja erstmal wieder nicht Angriffspakt. Die Frage ist, werden die... Also hat man einen Malus, wenn man den sofort wieder bricht? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Wir machen jetzt mal hier ein Forschungsabkommen mit denen und ein Handelsabkommen, das vielleicht das alles ein bisschen längerfristig hält. Das wäre in unserem Interesse auf jeden Fall. Halt, warte mal, abbrechen. Ich kann dafür doch von denen was verlangen. Richtig. Spice. Ich verlange ein bisschen mehr Spice. Bestätigen. So, wann kann ich denn jetzt hier abstimmen? In 2 Tagen? Okay. Yes, Majesty. So, heilen die jetzt hier? Ich glaube, die heilen fleißig. Distanz. Was ist eigentlich mit meinem Spice-Feld? Ja, Spice must flow, so sehe ich es auch. Also, wir haben Distanz, Infanterie, Infanterie, Infanterie. Dreimal Infanterie, dreimal Distanz, Infanterie und Distanz. Okay, also wir sind sehr ausgeglichen, was das angeht. Holen wir uns mal einen Sprengexperten. Ich weiß nicht, die haben mich irgendwie nicht so ganz überzeugt. In der großen Runde vielleicht... So stark fand ich sie irgendwie nicht. Ich glaube, ich hole mir lieber nochmal einen Infanteristen, einen klassischen. Die sammeln sich hier schon wieder so unangenehm. Ich will jetzt einmal in den Süden marschieren, um das hier anzugreifen und zu erobern, dass wir endlich hier auch noch das holen können. Da müssen wir eh schauen, dass wir das hier verteidigt bekommen. Wenn uns die Fremen und so den Krieg erklären, wechselnd. Das heißt, dann haben wir ja hier... Okay, das heißt, wir haben die Wüste hier zu den Atreides. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir können uns in Ruhe den Rest hier unten alles holen, wenn wir mal noch Zeit haben dafür. Oh, ich dachte schon, wir laufen durchs Wüstengebiet durch. Das wäre ungünstig gewesen. So, das hier sollte ja kein Problem darstellen. Jetzt holen wir uns hier das nächste. Vielleicht kriegen wir jetzt auch mal ein bisschen Erfahrung für unsere Einheiten. Sehe ich eigentlich die Erfahrung irgendwo? Nicht so richtig, oder? Doch, aktuelle Stufe 1. Fortschritt... Ja, okay, man sieht die Erfahrung. Man sollte durchaus darauf achten, die Einheiten dann auch zurückzuziehen. So, die holen wir uns jetzt hier auch mal. 2 Raketenbasen sind gebaut und wir bauen jetzt, wie gesagt, noch die Militärbasis, die unsere Kampfkraft hier erhöht. Auch wenn mich das leider wieder Solari kostet. Handelsanfrage. Oh, wir würden einiges an Solari bekommen für unseren Einfluss. Tja. Nee, der ist leider jetzt super wichtig. Auch wenn ich Solari brauche, das kann ich nicht machen. Ich brauche den jetzt nämlich für die Abstimmung. Ja, und wir können. Ich brauche wieder den Landsrat. Ich brauche da alles für mich.
Warte mal, wie viel haben die Atreides? Blattgier, ich grüße dich. Boah, die haben 461 Einfluss. Die können sich ja aktuell alles kaufen damit. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich auch alles investieren, wenn wir das Ansehen im Landsrat erwerben wollen. Alle Fraktionen erhalten Geschwindigkeit der Militärforschung. Ja, okay, gut. So, dann werden wir mal hier alles in reinbuttern. Wir wollen das Ansehen im Landsrat haben, kostet es, was es wolle, unbedingt für 400. Hoffen wir aufs Beste. Sind da jetzt drei Richter oder sind das nur die möglichen Richter? Hm. Na gut. So, Spice fließt jetzt sehr gut sogar. Also wir können mal versuchen, damit ein bisschen wieder mehr Geld zu verdienen mit dem Spice. Wir haben ein neues Dorf unter Kontrolle und ich würde sagen, wir werden sofort weiter marschieren. In den Süden hier. Erstmal Milizen auf jeden Fall holen. Und Gebäude bauen. Hier gibt es die Brennstoffzellen. Die kann ich leider nicht handeln. Deswegen bringen mir die in erster Linie nichts. Plastal brauche ich auch wieder ein bisschen, deswegen bauen wir einfach mal ein Plastal-Teil. Wieso werden mir hier Solari angezeigt? Bekomme ich deswegen hier vielleicht Solari? Hm. Das Haus Atreides hat unsere Waffenruhe schon wieder beendet. Und alle Abkommen gebrochen. Ja, vielleicht wollen sie jetzt hier um die Mitte kämpfen. Ich hoffe, die Fremen greifen mich nicht an. Vielleicht kann ich mit denen versuchen wieder... Ja, nicht Angriffspakt. Das wäre doch was. Und die haben Solari, aber das ist denen leider auch sehr viel wert. Aber ich könnte den Spice abnehmen. Den könnte ich wiederum verkaufen, den Spice. Handeln. Das ist irgendwie so ein Wechsel mit den Konflikten, habe ich das Gefühl. Eine Zeit lang ist Ruhe und dann... gibt's wieder Ärger. Holen wir uns hier deren Handelsabkommen und so weiter? Hm, die Solari könnten wir gebrauchen, die Forschung eigentlich auch. Deswegen holen wir uns das mal. Und noch mehr Spice. Unsere Vorräte halten ja bis da unten hin, richtig. So, mal gucken, ob die Einheiten da reichen werden. Sicherheitshalber schicke ich vielleicht trotzdem schon mal in den Süden noch mehr Truppen. So, hier haben wir jetzt mal volle 4 Milizen. Das Dorf ist übrigens immer noch nicht erobert, das sollten wir uns dann auch noch erobern, aber mir ist das Zentrum gerade super wichtig. Das müssen wir jetzt einmal erobern. Unsere Vorräte gehen jetzt aber hier schon extrem zur Neige. Das werden jetzt halt 4 Feinde sein. Ich brauche auch dringend wieder diese Missionen. Ein Orbitalangriff. Ja. Ah, das kostet mich ja Solari. Verflixt. Richtig. Vorratsabwurf wäre genau das Richtige eigentlich hier, oder? Wenn wir das dort verlieren. Panzerung. Panzerung bringt uns da, glaube ich, nicht so viel. Vorratsabwurf. In der Zone selbst des Dorfes verlieren wir, glaube ich, keine Vorräte, wenn ich mich richtig erinnere. Machen wir mal Ausrüstungssabotage dann noch. Oh, die halten aber was aus hier. Aber sobald ich halt in den Nahkampf gehe gegen die Fernkämpfer, ist alles gut. So, jetzt läuft es nämlich besser hier. Bau abgeschlossen. Hier haben wir jetzt alles ausgebaut. Alles klar. Hier wird noch gebaut. Hier haben wir jetzt auch mal 4 Milizen. Die hätten wir wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Wobei doch, wenn die Atreides angreifen. Wie gesagt, der Süden ist noch nicht so das Problem, wo ich mir Sorgen mache. Aber so dieser Norden. Da sollte ich mir noch eine Miliz auf jeden Fall auch holen. Kann ich mir eine 5. Miliz? Ne, dort nicht. Aber hier kann ich mir eine 5. Miliz holen. Hier wird irgendwas erforscht. Belagerung im Gange? Ja, perfekt. 274 Autorität.
Wir machen nur noch plus 5. Das wird jetzt leider eine Zeit lang dauern. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt im Norden angegriffen werden irgendwo. Aber wir sind jetzt halt im Konflikt mit den Atreides. Das heißt, eigentlich muss ich hier im Süden wirklich warten. Plündern will ich das nicht. Ich will das erobern. Also brauchen wir jetzt natürlich Autoritätspunkte. Was haben wir denn hier noch? Mafia-Darlehen. Verlieren 100 Einfluss, aber ich bekomme 1000 Solari. Oder die Spice-Produktion erhöhen. Erschließe ein neues Spice-Feld. Ja, gut. Sehe ich nicht. Erstmal das neue Spice-Feld. Da müssten wir dann die Atreiden. Nee, das ist zu kompliziert. Aber 100 Einfluss finde ich gegen 1000 Solari. Den Deal gehe ich ein. Den Deal gehe ich ein. Hier können wir noch was erhandeln. Okay, sammeln wir uns hier unten mal. Wir brauchen auf jeden Fall Flugfelder. Das wird wichtig werden. Hier kann ich jetzt natürlich kein Flugfeld mehr bauen, weil ich keinen Platz einfach mehr habe. Das Forschungszentrum. Ach, die haben hier einfach zwei Forschungszentren gebaut. Die Harkonnen. Ich verstehe. Hier kann ich kein Flugzentrum bauen. Aber hier könnte ich andere Sachen bauen. Wenn ich die Solari hätte und den Plastal. Beides sind wir ein bisschen knapp. Sandwurm-Aktivität. Der wird aber schon gerettet. Sehr gut, sehr gut. Frage, jetzt können wir doch hier Freundschaft schließen. Ah, oder doch, warte mal. Abgesandten senden, jawohl. Wähle einen Abgesandten. Was machen die denn aktuell? Plastal, der bringt uns Solari aktuell. Auge des Imperators. Ach, den kann ich auch nutzen. Nee. Achso, ich muss dann wahrscheinlich einen meiner Agenten, schätze ich mal, da hochpacken, oder dass die verfügbar sind. Autorität brauchen wir ja. Nehmen wir vielleicht einen hiervon. Infiltrationsstufe. Habe ich die jetzt hier frei? Ja. Sehr gut. Bringt uns Wissenschaftler, Fremen Wissenschaftler. Bündnis mit den Sedge. Wie sieht es hier hinten aus? Oh, auch hier. Das heißt, ich müsste nochmal einen weiteren wegnehmen. Ging das jetzt eigentlich, dass ich auch da oben einnehme? Ne, den kann ich ja nicht frei nehmen. Na, okay, dann muss ich hier unten noch einen wegnehmen. Feldressourcen. Pro Infiltrationsstufe. Plastal ist nicht so wichtig. Nehmen wir mal den hier noch. Was meinst du mit Post? Oder Post? Ach so, ich brauche ja die umgrenzte Region. Ah, mein Fehler. Den Typ kann ich wieder zurückpacken. So. Freunde des Sedge. Okay. Ergebnis im Landratskonzil. Das gibt's nicht! Die Atreides haben uns überstimmt! Ganz. Hey, warte mal, da haben wir doch 400. Verstehe ich nicht ganz. Hatten wir da nur 304? Ich dachte, wir hätten da 400 Einfluss reingeschlagen. Waren 100 Einfluss weg durch die eine Aktion, dass wir 1000 Solari bekommen haben? Ich dachte, die wären hier schon weggerechnet gewesen. Ach, du meinst Prost. Ach so. Ah, das ist jetzt echt ärgerlich, dass das jetzt Atreides bekommen hat. Und unser ganzer Einfluss ist weg. Der Wechselkurs bei den Harkonnen, das ist eine gute Sache. Und alle bekommen schnellere Forschung jetzt im militärischen Bereich. Ja, ist auch wichtig. Aber unsere Wirtschaft steht einfach noch nicht so gut. Wir warten immer noch auf die Autorität. Verarbeitungsanlage geht natürlich nicht. Windfalle brauche ich, glaube ich, auch erstmal nicht. Brennstoffzellen machen natürlich Sinn, deswegen bauen wir da mal welche. Vielleicht bauen wir mal hier dann noch so einen Flugplatz, dass wir von der einen Seite zur anderen schnell kommen.
Ja, haben wir genug. Haben wir einen inaktiven Ernter? Einsatz. Einsatz. Wir haben immerhin zwei Ernter am Start aktuell. Schon mal eine sehr gute Sache ist. Relevanter Ort wurde untersucht. Sehr gut. Tja, die Belagerung ist immer noch im Gange. Das dauert leider seine Zeit. Aha, hier unten ist noch ein. Da handeln wir doch auch nochmal 10 Wasser. Kommunikationsanfrage von den Fremen. Liert Keynes oder Keynes. Subak, Ul, Kuar, es freut mich, dich als Genossen begrüßen zu dürfen. Unser Vertrauen ist nicht einfach verdient. Einmal erlangt, ist es jedoch unerschütterlich und kommt von Herzen. Aha. How is Arrakis treating you? Nun gut. Akzeptiere ich mal so. Wenn wir jetzt halt hier die Mitte bekommen, bekommen wir ja auch 1000 Hegemoniepunkte. Dann holen wir wenigstens ein bisschen wieder auf. Aber diese Atreides, die laufen uns einfach davon. Wahrlich gefährlich. Wir müssten eigentlich mal gegen die Atreides stärker Krieg führen, aber... Ja. Schau, und die, die Einheimischen, die Fremen, machen uns jetzt keinen Ärger, sondern schön in Harkonnen. Wie es sein sollte. Quam wird zum Kauf wieder angeboten. Ist leider immer noch auf einem sehr teuren Kurs, wie ich finde. 50. War schon mal teurer, war aber hier schon mal billiger. Nee, da will ich jetzt nichts kaufen. Die anderen haben fleißig gekauft. Ich brauche... Gildengebühr haben wir... Ah ja, das wurde uns wieder alles gezahlt. Sehr gut. Bisschen was fehlt immer noch. So. Genau, wir wollen wollten einen Flugplatz hier mal bauen, bitte. Da, Flugplatz. Mal überlegen, wohin am schlausten. Vielleicht auch gleich da eher nach oben oder eher nach unten. Es macht nicht wirklich viel Unterschied. Wenn ich halt unten baue, kann ich halt sofort schnell hier hin, falls es da Angriffe gibt. Und hier könnte ich halt schneller auch da oben noch landen schon. Falls es dort oben Angriffe gibt, das ist halt... Aber ja, gehen wir mal lieber in den Süden rein. Hier. Ist der Flugplatz, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Sehr schön. Mehr Truppen auf jeden Fall. Wann kann ich denn meine starken Sardaukar ausbilden? Scharfrichter brauche ich als Forschung. Auf die würde ich jetzt gern sparen. Scharfrichter? Ist das irgendwo anders? Kommandopunkte, Flugplatz. Ah! Sardaukar startet mit einer Stufe Erfahrung mehr. Nee, ist aber nur ein... Hä? Nochmal kurz gucken. Ach, ich habe nicht genügend Ressourcen. Scharfrichter. Exekutieren Gegner mit weniger als 20 Gesundheit. Wow. Erhalte Exekutionsgesundheit plus 5%. Ich hoffe mal, dass die halt an sich auch stark sind. Und eine Artilleriedrohne erfordert Unterstützung. Aber Sardaukar kann ich bauen. Mir fehlt aktuell nur der... Ah, okay, mir fehlt nur der Platz. Laufender Kampf. Ja gut, aber da verteidigen unsere Rebellen. Das ist gut. Das sollte also gar kein Problem sein. Also unsere Milizen verteidigen. Wohlgemerkt. So. Hä? Okay, das war jetzt ein bisschen komisch. Die schießen einfach weiter und die ziehen sich zurück. Klar, wieso nicht? Witzig. Prüfung der Hohen Häuser. Alle Fraktionen erleiden 30 Ansehen im Landsrat. Verdammt, hätte ich das jetzt noch ändern können? Jetzt ist, glaube ich, zu spät, oder? Das wäre gut, wenn das nicht alle bekommen. Aber ich glaube, es ist zu spät dafür. Oh, 3 Landsratguards. Und auch Richter des Rates. Alles wieder super spannend.
Alles wieder super spannend. Gleich haben wir unsere Autorität. Dass uns die Mitte gehört und damit haben wir dann auch gleich kein oder bald kein Wasserproblem mehr. Hier haben die Fremen kämpfen müssen. Ich habe Angst, dass die Harkonnen mir wieder den Krieg erklären. Unmut in den eigenen Reihen. Ich verliere 50 Arbeitskraft. Dafür bekomme ich aber 100 Hegemonie. Oder plündere zwei. Ne, ich plündere nichts. Verliere ich lieber die Arbeitskraft. Die Hegemonie nehme ich natürlich gerne. Wir sind da auf Platz 2, auf einem guten Platz 2. Aber die. Können wir hier schon Frieden schließen? Nicht genug. Ja, ich habe auch nicht genug Ressourcen, richtig. Autorität fehlt. Oh, die haben hier 4 Milizen schon. Und hier links haben sie 5 Milizen. What? Das wird natürlich nicht leicht zu erobern. So, wir haben das neue Dorf hier. Wie kann ich denn da das Wasser nochmal abbauen? Plastal, Windfalle. Nee, eine Windfalle bringt mir hier nichts. Raffinerie, Spice-Silo, Verarbeitungsanlage. Hier, Wasserextraktor erfordert Wasserverkäuferkontakte. Ah, das müssen wir erst erforschen. Okay, na gut. Dann bauen wir sicherheitshalber, denke ich, erstmal eine Raketenbatterie. Ja, wohin? Vielleicht hier mal in die Richtung eine. Fürs erste. Und dann natürlich auch nochmal nach links eine. Bauen wir zwei Raketenbatterien hier hin. Holen uns die Milizen. Klassisch. Und den Flugplatz bauen wir hier unten dann eben auch nochmal hin. Hätte ich doch den ein bisschen nördlicher setzen können. Naja, gut. So, ja, wie machen wir das jetzt? Prüfung der hohen Häuser ist jetzt natürlich richtig ärgerlich. Das werden wir natürlich ablehnen. Aber vielleicht werden es alle ablehnen. Wollen wir lieber die 3 Landsratguards Einheiten haben? Oder wollen wir lieber Richter des Rates werden? Ich weiß es nicht genau. Ich würde sagen, darüber denken wir mal kurz nach. Und deswegen sind wir an der Stelle mal am Ende dieser YouTube-Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.